Auf unserer nächsten Karte finden sich einige Begrifflichkeiten, die in den Bereich gesteigerte Affektivität hineinfallen. Und wir gehen die jetzt einzeln durch. Ich lese aus dem Ofenstein und hier auch aus dem Internet ein paar Sätze vor und schreibe mir meine Notizen daneben und halte dann immer zwischendrin einmal an. Ich versuche es in dem Bereich jetzt ein bisschen kurz zu halten. Wir beginnen mit Euphorie. Das Flexikon doccheck.com.de Affektivität sagt dazu: Unter Euphorie versteht man eine gehobene Stimmung mit Übersteigerung des Wohlbefindens, der Zuversicht und der Heiterkeit, die unangemessen sein kann. Beispiel: Ihre Frau ist gestorben, das ist doch nicht so schlimm. Ja, und im Ofenstein-Lexikon auf Seite 85 steht dazu Euphorie, Adjektiv euphorisch, euphorisierend, griechisch gut ertragen. Das leichte Ertragen von etwas, übersteigertes Lebens- bzw. Glücksgefühl oft einhergehend mit verminderter Hemmung, das jedoch nicht den Gegebenheiten entspricht, also nicht situationsangemessen ist und daher ein Teilaspekt einer affektiven Störung darstellen kann. Euphorie tritt unter anderem im Kontext von Manien oder Intoxikationen auf. Gegenbegriff Dysphorie. Auf meinem Kärtchen habe ich jetzt geschrieben, der Situation unangemessen, das habe ich in Leuchtgelb unterstrichen. Wohlbefinden, Zuversicht, Heiterkeit, Glücksgefühl fallen nach rechts, übertrieben, das habe ich auch wieder in Markergelb unterstrichen. Dann bei Manie, orange unterstrichen, gehört ja in diesen Bereich, beziehungsweise man könnte auch gelb, übersteigerte Auffälligkeit im Solarplexus, wie gehe ich raus in die Welt, ich bin so sehr übertrieben da, ich stelle mich sehr übertrieben da, das passt eigentlich auch in den Solarplexus. Und Intoxikation, da kann das auch vorkommen, das habe ich rot unterstrichen, denn das gehört in den Bereich Sucht. Nächster Punkt ist die innere Unruhe. Zur inneren Unruhe steht jetzt hier im Ofenstein-Lexikon nichts. Das hatten wir aber ja auch schon beim Antrieb besprochen. Ne? Die innere Unruhe, schauen wir mal, ob wir hier auf Lexikon was dazu finden. Innere Unruhe. Die innere Unruhe äußert sich als Gefühl der inneren Getriebenheit. Der Patient fühlt sich angespannt und seelisch aufgewühlt. Das schreibe ich mir genau so auf. Das nächste ist der Affektüberschuss. Ich habe im Internet diese Seite hier gefunden. In Österreich, da geht es um Trauma. Und zwar Prävention at File Admin User Upload. Das ist ein PDF. Das hänge ich unten ran, den Link. Es geht darum, wie man Sucht verhindern kann. Also Prävention, Sucht, die als Reaktion auf Trauma entsteht. Und hier siehst du drei Begriffe in diesem Kegel: Depersonalisation, Derealisation und Dissoziation als Reaktion auf Trauma. Und das kann zum Affektüberschuss führen, der durch die Sucht versucht wird zu regulieren. Also es ist ein Selbstheilungsversuch der Psyche. Das hatten wir aber ja auch schon besprochen beim Thema Sucht. Na, das war in dem Antrieb, im Bereich Antrieb, der zweite Punkt. So, und als vorletztes haben wir die Affektinkontinenz auf dieser Karte. Und damit ist gemeint eine fehlende Beherrschung der Affekt Äußerung. Das Ofenstein-Lexikon sagt dazu auf Seite 6: Affektinkontinenz, lateinisch Affektus, Leidenschaft, Begierde, Gemütserregung, Gemütsverfassung, Inkontinentia, Unfähigkeit, etwas zurückzuhalten. Gefühlsäußerungen können nicht mehr beherrscht werden, sie springen schnell an, können schlagartig wechseln, erreichen zuweilen eine übermäßige Intensität, entsprechen jedoch nicht im Gegensatz zur Affektlabilität dem realen Gefühlserleben des betreffenden Menschen.
Affektinkontinenz ist häufig beobachtbar bei Hirnschädigungen einer vaskulären Demenz zum Beispiel, durch Schlaganfälle oder bei multipler Sklerose MS. Ja, und zum Schluss haben wir die Gereiztheit. Bei Gereiztheit zeigt sich der Patient aggressiv, verstimmt und neigt zu affektiven Ausbrüchen. Also sowas Unberechenbares da drin. Auf meiner Karte steht jetzt nochmal als kleine Wiederholung: Euphorie, der Situation unangemessen, Wohlbefinden, Zuversicht, Heiterkeit, Glücksgefühl sind übertrieben. Bei Intoxikation und bei Manie, innere Unruhe betrifft auch den Antrieb, innere Getriebenheit, Anspannung, seelisch aufgewühlt, Affektüberschuss generiert sich aus einem Zusammenwirken von Trauma, Depersonalisation, Derealisation, Dissoziation, Affektinkontinenz, fehlende Beherrschung, schnelle Affektsteigerung bzw. Wechsel und entsprechend dem Gefühlserleben nicht. Fall nach rechts organisch. Gereiztheit, aggressiv und Neigung zu affektiven Ausbrüchen.